Ja, meine Freunde, so schnell habe ich auch noch nie zwei Videos hintereinander gebracht, muss man dazu sagen. Florian Kohfeldt wurde entlassen. Ich rede darüber mit euch nach dem Intro. Ja, wie ihr vielleicht mitbekommen habt, ist vor 10, 15 Minuten mein anderes Video hochgekommen. Könnt ihr gerne abchecken. Wie gesagt, das ist ein kompletter Retalk von gestern. Habt da wirklich in 8, 9 Minuten viel zusammengefasst von gestern, auch wie ich mich aktuell fühle. Und habe auch gesagt, dass das mit Kohfeldt im Prinzip nicht geht, dass man jetzt wieder anzählt und dann weitermacht. Dass ich gespannt bin, was heute noch passiert, dass heute noch was passiert. Jetzt ist es passiert. Florian Kohfeldt wurde entlassen. Thomas Schaaf übernimmt das, was wir vor 2 Spieltagen schon eigentlich alle gedacht haben, was passiert. So, jetzt muss ich aber sagen, ich war vorhin eher traurig in dem Video. Werdet ihr auch sehen, wenn ihr euch das reinzieht. Jetzt bin ich aber eher wütend, weil jetzt Thomas Schaaf übernimmt. Really? Jetzt? Jetzt für ein Spiel? Warum nicht? Warum nicht vor dem Leverkusen-Spiel schon? Warum? Weil man in Leipzig ein Zeichen gesetzt hat. Dass jeder hat vorher gesagt, vor diesem DFB-Pokalspiel, dass so oder so eins, es ist ein Halbfinale im DFB-Pokal, dass ein Zeichen kommt, war klar. Das war absolut klar. So, nein, du nimmst das an und jeder von uns, was hat jeder von uns gesagt? Keiner von uns war zufrieden mit der Entscheidung. Wir haben alle gesagt, okay, wenn die Mannschaft es schafft, so zu spielen wie gegen Leipzig, dann nehmen wir das halt mit und hoffen einfach, dass das so wird. Und versuchen dann eben den Verein voll und ganz zu unterstützen, was sie auch alle getan haben. Deswegen war die Enttäuschung ja umso schlimmer, dass mal wieder wir einen Big Point, eine absolute Chance gegen Augsburg jetzt liegen haben lassen und damit und was wir für aus eigener Hand abgegeben haben. Jetzt kommt Gladbach, jetzt ist Schaaf da. Wir reden darüber. Livestream. Später Livestream. Schreibt mir eine Uhrzeit rein. Wann sollen wir live gehen? Wir quatschen über die ganze Situation. Machen da einen Fan-Talk draus. Und ja, check das Video von vorhin unbedingt auch noch ab. Wie gesagt, jetzt anderer Doppel-Upload mal. Geht jetzt nicht anders. Bis später. Haut rein.